Nobody lives large, quite like Aegis Dynamics. Their massive cap ships are undeniable classics. Every year, folks flock to the IAE to get glorious stiff necks, looking up in wonder at these and the whole of Aegis's vaunted fleet. But a true gearhead, like yours truly, doesn't need to see these mighty vessels to tell them apart. One only needs to listen to the distinct song of their massive thrusters. Jimmy, the blindfold? I thank you. Here it comes. It's a javelin. No, Idris. Idris! Sir! Grüßt euch, Freunde, und willkommen zum zweiten Tag hier auf der Internetseite von Robert Space Industries. Natürlich gibt es neben diesem fantastischen Trailer, den wir gerade uns schon angesehen haben, auch wieder tolle Schiffe, auf die ihr plätschen könnt. Ich würde sagen, wir gucken uns das alles mal in Ruhe jetzt an. Gestern war ja hier der 20. November, das ist immer noch da. Hier Consolidated Outlands, Argo Astronautics und Grey Cat Industrial. Das könnt ihr, wie gesagt, auch immer heute noch kaufen, benutzen und euch hier die Sachen plätschen. Allerdings ist diese Halle dann morgen, wird die geschlossen. Dann wird hier dann Crusader Industries, hier ist es, Tumbril und Kruger einziehen. Diese Seite wird aber trotzdem weiterhin bestehen. Die wird auf jeden Fall noch bis zum 2. Dezember da sein. Ob sie danach noch eine Woche bleibt, muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall bis zum 2., das steht schon mal fest. Aber wir wollen uns heute mal Aegis Dynamics angucken. Was gibt es denn alles? Wir haben hier natürlich wieder die Möglichkeit, auf die Schiffe zu plätschen. Wir können uns die Avenger Stalker besorgen. Also die Avenger mit den Gefängniszellen hinten drin. Wir können die normale Avenger Titan uns besorgen. Immer, wie auch gestern schon, das Angebot mit 120 Monaten Versicherung, also 10 Jahren. Dann haben wir natürlich das besondere Schiff hier, was es nur zu solchen besonderen Anlässen gibt. Die Avenger Titan Renegade, hatte ich ja auch gerade schon in dem Video gesagt. Das ist ein Schiff der Master of Flight Serie, da gibt es ja relativ viele. Da haben besondere Piloten besondere Sachen gerissen und zu Ehren dessen wurden dann einige Schiffe umgebaut in dem Stil, wie sie es dann damals geflogen haben. Im Grunde genommen anderes Layout, andere Bewaffnung und so in dem Sinne, ja, genau. Dann haben wir die Warlock, das ist die Variante mit dem EMP hinten drin, auch ein sehr interessantes und starkes Schiff mittlerweile, wenn man es dann fliegen kann, für 89,73. Dann haben wir die Eclipse hier noch, den Stealth Bomber, die Gladius, die kennen wir ja noch alle aus dem Vendul Event und auch die Valiant, auch Master of Flight. Dann natürlich die Hammerhead, auch ein sehr, sehr beliebtes Schiff. Die Retaliator, ein riesen Salvaging-Schiff, haben wir uns auch angesehen. Mega geil. Auch den Retaliator-Bomber haben wir gesehen und die Saber sowie die Saber Comet. Auch Master of Flight, auch nur an speziellen Events zu bekommen. Und selbstverständlich noch die Harbinger, die Hoplite, die Sentinel und die Warden als verschiedene Varianten dieses Lineups. Dann haben wir natürlich noch die Schiffe, die in Zukunft flugfähig werden. Und hier wird es natürlich wieder sehr interessant, das kann ich euch schon verraten. Dieses Schiff haben wir uns ja schon im Holodeck angeguckt. Das ist die Nautilus, ein Minenlegerschiff und auch Minenentschärferschiff. Auch sehr interessant. Sollte eigentlich schon lange fertig sein, ist aber irgendwie nie gekommen. Keine Ahnung, woran es liegt. Gab auch jetzt irgendwie meines Erachtens kein offizielles Statement, warum. Ne? Keine Ahnung. Dann die Redeemer, ein sehr altes Schiff, was es schon sehr lange gibt. Hatte ich ja auch schon gesagt im Video, dass das ist das erste Video von Knusper damals gewesen. Da hat er das im Hangar-Modul vorgestellt. Total lustig. Müsst ihr euch mal angucken. Ist echt cool. Auf jeden Fall sehr beliebt und die Community wartet darauf. Dann haben wir hier noch eine Variante von dem Bomber, nämlich die normale Retaliator. Kann sich auch jetzt wieder geplätscht werden. Ich denke mal, wenn ihr hierauf plätscht, dann bekommt ihr als Lohnerschiff den Bomber. Dann haben wir hier die Vulcan, auch gesehen im
Holodeck, das ist ein Heavy und ist ein Heavy, ist glaube ich, also auf jeden Fall ein Repair-Schiff. Ja, ein Repair-Schiff, wo ihr dann letztendlich andere Schiffe mit reparieren könnt, Bauteile reparieren könnt und auch tanken könnt ihr damit auch. Ist auch relativ, ja, es hat relativ kompakt, hat so ein bisschen so die Größe so von, ja, ich sag mal so zwischen einer Cutlass und einer Valkyrie, würde ich jetzt mal so sagen. Ne, zumindest sieht das irgendwie so aus. Könnte aber auch so ungefähr die Valkyrie-Größe sein. Ist auf jeden Fall interessant. So, genau, das ist hier zu Future Flyable. Dann kommen wir noch zu Special Shermans Geschichten. Und hier wird es auch wieder verrückt. Hier gibt es natürlich Packages wieder für schlappe 4444 Warbound, also mit echt Geld, dann habt ihr aber wirklich auch alle diese Schiffe hier drin. Ne? Und ich denke mal auch, ja, genau, mit Lifetime Insurance. Ne? Wenn ihr sagt, ich bin ein Riesenfan, ich habe eh schon so viel Kohle ausgegeben, ich will die alle haben oder ich habe die eh schon, könnt ihr, obwohl, nee, könnt ihr nicht. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr einschmelzen, aber könnt ihr ja gar nicht, müsst ihr mit Warbound, müsst ihr echt Geld berappen. Ne? Zumindest gehe ich davon aus, dass das so ist, ne? Weil Warbound ist das meistens so. Ich will jetzt aber auch nichts, euch kein Floh ins Ohr setzen und dann schmelzt ihr alles ein, dann geht das nicht. Das wäre so ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz sollte es eigentlich so sein, dass ihr auch die Nicht-Warbound-Version eine Lifetime bekommt. Ne, genau, so, das, der Vor- und der Nachteil ist einfach, das ist einfach nochmal teurer, ne, das ist der Unterschied an der ganzen Geschichte eigentlich. So, aber das ist noch nicht alles. Dann gibt's natürlich noch die Idris P. als Warbound-Variante. Ist schon ausverkauft, ne, wirklich ruckzuck ausverkauft, weg gewesen, dann Javelin ausverkauft. Ne? Also die Leute, die sind verrückt. Guckt euch das an. Ich möchte gar nicht wissen, was Cloud Imperium Games an diesem Event schon wieder verdient. Ne? Das ist Wahnsinn. Verrückt. Die Leute sind irre. So, dann haben wir supergeile Paints bekommen. Endlich für die Saber. Leider ja, so blau. Ne, wenn ich jetzt Papa Schlumpf wäre, würde ich sagen, geil, endlich in blau. Ja, aber bin ich nicht. Deswegen, naja, gut. Ich hätte mir natürlich auch im Zuge der Yellow Hands gewünscht, dass es irgendwie was Schwarzes gibt mit so ein bisschen leicht gelben Akzenten. Das hätte ich schon echt ganz cool gefunden. Sowieso so matt-schwarze Schiffe könnten öfter kommen. Aber gut, ist jetzt halt nur mal so. Aber es gibt auf jeden Fall schon mal ein paar Skins. Ne? Das, so viel steht fest. Dann haben wir natürlich auch noch Skins von der Avenger. Die gab es aber letztes Jahr schon. Auch die für die Retaliator gab es letztes Jahr schon. Und Aegis Dynamics T-Shirt und nochmal das Celebration T-Shirt Pack gibt es hier auch nochmal zu plätschen. So, dann haben wir hier unten noch die Merches, aber da ist jetzt auch nichts Neues dazugekommen. Da haben wir die beiden Pullover, die Pins und die Ornamentics. Und das hier wurde mir jetzt geschrieben, das ist gar kein Handtuch, sondern ist eine Decke. Na, und dann ist der Preis doch schon wieder okay. Eine schöne Schwitzefließdecke ist das. Schön abends im Winter einkuscheln in der Star Citizen Decke. Wer hat da noch nicht schon immer von geträumt? Meine Freundin sicherlich nicht. Dann haben wir hier den Pinguin, noch ein paar Sherman's Club Zeug und hier haben wir noch das T-Shirt von der Nautilus und auch ein Poster von der Nautilus. Und der lustige Mann, der hier noch das T-Shirt trägt. Und das ist zumindest das, was jetzt auf dieser Seite hier, was ihr euch hier besorgen könnt. Das wird sich natürlich die nächsten Tage noch erweitern. Mit allen anderen. Alles wird nach wie vor bis zum Schluss rückwirkend noch kaufbar und besorgbar sein. Außer natürlich diese Sachen hier unten. Die werden wieder in diesen Wellen, die ich euch ja schon gesagt habe, freigeschaltet. Also heute um 17 Uhr war eine. Dann wird heute Nacht um 1 am nächsten Tag dann halt noch eine kommen. Und auch dann am nächsten Tag um 9 Uhr morgens, dann 8 Stunden später, wird dann die dritte Welle erscheinen. Also wenn ihr euch diese Schiffe besorgen wollt, dann müsst ihr da wirklich schnell sein. Es gibt da auch wieder eine Warbound-Variante, die ihr mit Echtgeld bezahlen müsst und eine Nicht-Warbound-Variante, die ihr dann mit Store-Credits bezahlen könnt. Aber alle Schiffe, das kann ich euch schon mal sagen, über 1000 Euro oder Dollar, die haben alle eine Lifetime-Insurance. Also in letztendlich ist es an dem Punkt egal, ob ihr mit Store-Credits oder mit Echtgeld bezahlt, ihr bekommt eigentlich das gleiche Paket. Das, was halt nicht egal ist, ist die Zeit, in der das weggeht. Ne, die Sachen, die mit Store-Credits bezahlt werden können, diese großen Sachen, die sind so schnell weg, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also es ist fast unglaublich, nicht von dieser Welt. Genau, das ist so viel dazu. Dann hatte ich noch eine andere Sache, die ich euch zeigen wollte. Das wollte ich euch eigentlich gestern schon zeigen. Und zwar gibt es hier im Spektrum einen Community-Contest.
Und zwar ein Screenshot-Contest. Jetzt für die Messe. Ich muss mal gucken, ob das hier funktioniert. Gerade baut sich das nicht auf. Kann auch sein, dass das gerade down ist. Ah, jetzt kommt er langsam. Genau, da haben wir es. Dann geht ihr hier auf General und da habt ihr dann hier oben schon den zweiten Tag vom Screenshot-Contest. Na, dann müsst ihr hier mal gucken. Hier habt ihr irgendwo hier habt ihr die Tage, hier habt ihr so ein bisschen die Notes, die Rules, worauf ihr achten müsst. Und letztendlich müsst ihr dann euren Screenshot, dann hier könnt ihr auch nochmal durchlesen, die Rules. Da steht halt meistens drin sowas wie, die Bilder dürfen halt nicht in Photoshop nachbearbeitet werden oder. Müsst ihr euch mal durchlesen, ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr das machen wollt. Und müsst ihr denn das, aber nicht hier posten. Ne? Also ich glaube, hier sollte das nicht gepostet werden, das machen trotzdem immer Leute, weil sie es dann halt nicht verstehen und sich die Rules nicht durchgelesen haben, verdammt nochmal. Ne? Aber normalerweise sollte das dann hier rein, steht ja auch. Ne? Da sollte man das dann reinposten. So, und macht da ruhig mit. Ne? Ist auf jeden Fall cool, denke ich, da mitzumachen. Preise sind, glaube ich, auch nicht so schlecht. Wir können es ja nochmal ganz kurz angucken. Da stand ja, glaube ich, hier irgendwo. Ja, wahrscheinlich hier, Winner, genau. Ending. Tag 1, Ending November, dem 20. Okay, das endet anscheinend immer am gleichen Tag nachts. Wahrscheinlich, ne, so ungefähr. Ne, auf jeden Fall total geil. Es gibt eine Consolidated Outlet-Kanal, eine Nomad In-Game Standalone with LTE für den Gewinner. So wie es aussieht, gibt es nur immer einen Gewinner. Ne, aber ist ja in Ordnung. Einfach mal einen Screenshot machen und mitmachen. Das ist total cool, finde ich. Ne, das wollte ich auf jeden Fall euch noch sagen. Steht hier unten auch noch, make it count, only one entry per day. Genau, ihr dürft nur einen Screenshot pro Tag einreichen. You can only win once during a contest. Genau, du kannst nur wirklich eins während des Contests gewinnen. Gibt nur einen Preis. Und lest es euch einfach mal in Ruhe durch. Ich will das jetzt auch nicht so überschlagen, nicht so überhasten, wenn ihr da mitmachen wollt. Ich werde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich es zeitlich gar nicht und gedanklich auch gar nicht auf die Reihe kriege. Ich habe so viel auf dem Schirm, was ich euch noch bauen will und präsentieren will. Deswegen werde ich da mich mal aussparen. Aber macht mit, macht bestimmt Spaß. Freunde, das war's erstmal für heute. Jetzt wieder morgen früh gibt es dann noch ein kleines Tutorial. Ich habe mir nochmal die Nomad geschnappt und habe nochmal ausprobiert, wie sich das Ding denn jetzt im Kampf verhält. Und ich kann euch versprechen, es ist gut. Ne? Aber seht es euch mal an und am Abend werden wir uns dann wieder pünktlich um 17 Uhr zur Messe treffen und werden dann die Ausstellung von Anvil Aerospace uns angucken, wo ich mich auch schon mega drauf freue. Und einen Tag später, haben sich wahrscheinlich auch schon einige den Wecker gestellt, wird dann Crusader Industries ausstellen und ihr wisst ja alle, was dann auf jeden Fall wieder zu kaufen gibt. Ne? Ganz genau, die Mercury Starrunner. Aber das soll es, wie gesagt, gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.